Trainer Martin Gries, vergangene Woche standen wir in Jägersburg, später Ausgleich. Heute stehen wir gegen Mechtersheim hier im Sportpark Osterhöhe. Wieder später Ausgleich zum 2:2. Wie hast du heute das Spiel erlebt? Ja, war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Wir gehen mit 2:1 dann zweite Halbzeit in Führung. Das war so auch der Plan. Ja, und dann haben wir das 2:2 uns selbst reingeschossen. Aber trotzdem muss man unterm Strich sagen, Mechtersheim hat auch noch zwei sehr gute Chancen gehabt. Und unterm Strich ist es dann wirklich so, dass man mit dem Punkt jetzt leben muss. Wir haben jetzt einige Spiele nicht verloren. Ich glaube, 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Was überwiegt es mehr, dass wir nur einen Sieg haben aus den letzten 4 Spielen oder dass wir eben ungeschlagen sind nach wie vor? Ja gut, ich sehe ja immer das Positive. Also ich kann ja dann da reingehen und sage, ich gewinne jedes Spiel mit 3-4-0. Bei uns geht es auch darum, kontinuierlich Punkte zu holen, wenn möglich dreifach. So, wir haben jetzt 4-mal nicht verloren, das ist schon mal das Positive. Klar ist aber auch, wir müssen 3-fach mal wieder gewinnen. Dreifach Punkte holen. Nicht gewinnen sowieso, aber 3-fach punkten. Und da haben wir jetzt die Möglichkeiten, letzte 3 Spiele 9 Punkte zu holen, das ist die Maxime. Da wollen wir natürlich auch dran kratzen, aber es gibt halt immer Gegner. Und der Gegner ist halt hier in Pirmasens oder auch wenn Pirmasens als Gast kommt, zu 100% motiviert. Da müssen wir halt immer Top-Leistung bringen. Und wenn wir das nicht auf den Platz bekommen, dann wird es immer schwierig, dreifach zu punkten. Es gibt immer einen Gegner. Der nächste Gegner heißt FV Difflen am kommenden Samstag. Absolutes Topspiel in der Südgruppe. Was wird das für eine Partie? Ja, schwierig zu sagen, weil Difflen hat jetzt auch gegen Auersmacher unter der Woche hoch verloren. Wir hatten ein gutes Spiel hier gehabt zu Hause gegen Difflen. Da hoffe ich, dass wir da vielleicht so ein Stück weit dran ansetzen können und dann uns dreifach belohnen können. Aber ich muss auch dazu sagen, mir ist wurscht, wie man dort dann Fußball spielen. Mir ist wichtig, dass wir dreifach punkten. So, und dann tut das auch mal wieder gut. Dann bekommst du auch eine andere Trainingsdynamik dann auch wieder rein, weil die Jungs arbeiten 3-4 Mal in der Woche auf dem Platz. Und da hat man natürlich auch den Anspruch, besserer Fußball oder mehr Chancen dann auch rauszuspielen, was dann auch das Publikum da mitreißen soll. Ne? Und das bekommen wir heute oder aktuell nicht zu 100% hin. Trotzdem ist es so, dass die Jungs, glaube ich, auch heute wieder gewillt waren. Aber man muss auch zusagen, wenn du ganz vorne dabei sein möchtest, dann musst du mehr investieren.